Ich sage ja immer, Nachbarschaft, nicht? Grüß dich, Uwe. Moin. Du, die Kartoffeln, die sind so sauber, als wenn er gerade das Bad putzt, nicht? Also, ich sag mal, die sind mehr als rein, ja? Besser als ein klarer Schnaps. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Da stehe ich von morgens bis abends, stehe ich da am Acker und bin am Hacken. Ne? Die Bengels nicht dabei, aber ich bin hier. Und da ist das ganze Beet. Ja? Schauen Sie sich das mal an. Das ganze Beet, das ist so sauber. Keine Mücke. Ist keine Mücke da. Ne? Ich meine, da gehört gute Pflege zu. Nicht? Das kommt auch nicht von selber. Nicht? Das habe ich gelernt über Generationen. Über Generationen, wo wir früher noch mit Speeren gejagt haben, habe ich das gelernt. Dass alles sauber sein muss, ja? Sonst geht's auf die Pflanze, nicht? Das müssen Sie sich vor Augen halten. Nicht? Ich meine, wenn ich jetzt nicht hier so anfangen würde, das so sauber zu machen, nicht? Vielleicht hätte ich dann nicht die größten Kartoffeln, aber ich hab sie, ja? Ich hab sie. Kalle, mein Freund, no? Alles gut? Ja klar, mir geht's gut. Ich hatte gestern die Blattläuse am Salat. Da kann ich dir nicht helfen, nicht? Und seitdem geht's mir schlecht. Wo wir einen Stromzaun gestellt haben wegen dir, Rix. Was hast du drin? Nacktschnecken? Wow. Ich verstehe das Problem nicht. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Das war die schlechte Ernte. Aber ich habe eine Idee. Ich spreche mit der Agade. Ich bin dankbar. Du Agade, pass auf. Werde ich hier morgen früh beim Käffchen und beim Salamibrot essen. Ich soll einfach zwei Schoppen reinlegen, nicht? Und dann sehen wir uns morgen Abend bei mir auf der Bank, nicht? Und dann dübeln wir ein, nicht? Ist mal da, geht mal weg. Das ist wichtig. Dafür gibt's nächste Woche mal einen richtig schönen Kopfsalat, nicht?